Wir blicken jetzt auf die aktuelle Coronavirus-Situation hier bei uns in Österreich mit Ärztekammerpräsident Thomas Seckeresch. Schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Danke für die Einladung. Gehen wir gleich in Medias Res, schauen uns die aktuellen Coronavirus-Zahlen an, Herr Präsident. Und da merkt man doch, die Zahlen sind markant gestiegen. 1.005 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Am vergangenen Freitag hatten wir noch 563. Das ist eine Verdopplung in nur einer Woche. Waren diese Zahlen zu erwarten? Es war zu befürchten, dass die Zahlen steigen. Und ich gehe davon aus, dass sie auch weiter steigen werden. Die einzige Möglichkeit, das Ganze zu verlangsamen, ist, das Impftempo zu erhöhen, wenn sich mehr Menschen bald impfen lassen. Und das ist jetzt möglich, weil wir ausreichend Impfstoff haben. Dann kann man das in den Griff bekommen. Sonst ist zu befürchten, dass die Zahlen weiter steigen werden. Bis wohin könnte man steigen? Wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr im Herbst Spitzenwerte gehabt, negative Spitzenwerte von 9.000 Neuinfektionen täglich. Ist das jetzt auch wieder möglich? Ausgeschlossen ist es nicht, aber die große Hoffnung ist, dass wir weniger schwer Kranke haben, weil sich jetzt eher jüngere Menschen anstecken. Der Altersdurchschnitt ist bei ca. 30 Jahren. Das sind die, die bis dato nicht geimpft sind. Das heißt, mein Appell auch an die Jungen, lassen sich impfen. Sie sind geschützt durch die Impfung. Und man kann möglicherweise schwere Verläufe oder chronische Long-Covid-Verläufe verhindern. Wir haben noch eine weitere Grafik vorbereitet, und zwar die Inzidenzwerte hier bei uns in Österreich, die auch steigen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt aktuell bei 51. Und da sehen wir es ganz klar, Herr Ärztekammerpräsident, dass im Westen die Inzidenz deutlich höher liegt als im Osten. Niederösterreich-Burgenland ist nach wie vor noch gut dabei mit dem Wert. Wien schert aus mit 64,3. Was macht Niederösterreich besser als zum Beispiel Tirol? Möglicherweise sind weniger Rückkehrer aus dem Urlaub in Niederösterreich. Wobei, wie gesagt, zu befürchten ist, dass die Zahlen in ganz Österreich ansteigen. Und die Hoffnung ist, dass die Spitäler nicht belastet werden. Allerdings, mein Appell, impfen, damit kann man diesen Anstieg verzögern, verhindern. Wir haben immer noch fast 40% der Bevölkerung, die ungeimpft und damit ungeschützt sind und wo die Gefahr besteht, dass man sich ansteckt. Bleiben wir noch bei den Zahlen, schauen wir direkt in die Spitäler. Da haben wir auch eine Grafik für Sie vorbereitet. Und zwar 205 Personen derzeit hospitalisiert mit Covid-19 auf den Normalstationen und davon eben 48 auf den Intensivstationen. Und man hört jetzt immer wieder, auch in Deutschland wurde das diese Woche diskutiert mit Angela Merkel, dass man vielleicht andere Barometer heranziehen soll, dass man jetzt nicht mehr auf die 7-Tage-Inzidenz schielen sollte, sondern dass man eher mehr auf die Intensivstation schaut. Können Sie dem auch was abgewinnen? Ja, selbstverständlich. Der limitierende Faktor ist die Kapazität der Spitäler. Wir haben hier noch einen großen Spielraum. Aber wie wir während der letzten drei Wellen gelernt haben oder lernen mussten, kann es dort sehr rasch zu einem Anstieg kommen. Irgendwann explodieren die Zahlen und dann steigen auch die Hospitalisierungszahlen plötzlich an. Und das sollten wir nach Möglichkeit verhindern. Das heißt, in geschlossenen Räumen wäre ich besonders vorsichtig. Man wird dort Maske tragen, fürchte ich, und kann dadurch die Infektion ein bisschen hintanhalten. Und man wird Abstand halten und die Händedesinfektion entsprechend auch berücksichtigen. Also man sollte vorsichtig sein, weil diese Delta-Variante sehr ansteckend ist. Und insbesondere, wenn man ungeimpft ist, ist die Gefahr, dass man sich ansteckt, sehr groß. Interessant mit der Delta-Variante, Zahlen, die wir noch vorbereitet haben, und zwar fast 1.500 Personen haben sich in Österreich erneut mit Covid-19 infiziert, obwohl sie bereits eine Erkrankung hatten, und 9 Menschen sogar dreimal. Wie ist das möglich? Wie lässt sich das erklären? Der Großteil war dann nicht geimpft, liegt uns vor. Lässt der Schutz nach einer durchlebten Infektionen doch nach? Ist er doch nicht so hoch, wie man gedacht hat? Also die Zahlen beunruhigen mich nicht, wenn man bedenkt, dass wir mehr als 5 Millionen Menschen geimpft haben, dann sind das relativ geringe Zahlen, beziehungsweise 600.000 Menschen krank waren. Aber es gibt Einzelne, deren Immunsystem offenbar nicht so gut funktioniert und die wenig Antikörper bilden. Und
die können sich noch einmal anstecken, beziehungsweise Menschen mit weniger Antikörpern können nach einer Impfung so wenig Antikörper haben, dass sie sich auch anstecken. Also da gibt es einzelne Menschen, aber die Zahl ist gering im Vergleich zur Gesamtzahl. Natürlich jeder einzelne Fall tragisch und sollte nach Möglichkeit verhindert werden. Gehen wir jetzt noch einmal konkret auf die Impfungen ein. Man weiß, sie schützt vor einem schweren Verlauf im meisten Fall. Das ist ja das Wichtigste, dass man nicht im Krankenhaus landet. Aber gegen eine Infektion ist der Schutz gering. Daher fragen sich sehr viele Impfskeptiker, warum soll ich mich denn dann impfen lassen, wenn ich dann doch nicht Covid hinter mir lassen kann? Ja, es stimmt nur zum Teil, was Sie sagen. Man kann sich anstecken, man wird in der Regel nicht schwer krank, man ist kurz ansteckend. Und das ist schon ein großer Unterschied, ob ich auf die Intensivstation komme oder nicht. Und die Zahl der Infektionen unter den Geimpften ist natürlich verschwindend gering verglichen zu den Infektionen bei den Nicht-Geimpften. Es ist zu befürchten, dass mittelfristig alle, die sich nicht impfen lassen, auch anstecken werden und erkranken werden. Und das sollten wir verhindern. Unter den Menschen, die geimpft sind, ist es nur ein ganz kleiner Prozentsatz, wo diese Impfung ihre Wirkung verfehlt. Und in der Regel wird man nur ganz leicht krank. 2-3 Tage lang ist man ansteckend, aber hat leichte Symptome. Und die Alternative, auf der Intensivstation zu landen, ist also so unangenehm, dass ich glaube, dass die Impfung ganz viel Sinn macht. Während viele führende Ärztinnen und Ärzte wie Sie eben auch noch für den Erststich werben, wird schon über die Auffrischungsimpfung diskutiert. 17. Oktober soll es dann soweit sein. Da beginnt man dann wieder mit den Hochbetagten, wie es aktuell zu lesen ist. Aber ab wann ist es denn sinnvoll, dass man diese Impfung tatsächlich bekommt? Muss man sagen, stur nach 9 Monaten? Oder kann man zum Beispiel einen Antikörpertest machen und sagen, der weniger Antikörper hat, sollte das früher bekommen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also diese dritte Impfung kommt, und das macht auch viel Sinn. Wir haben hier von Israel gelernt. Israel hat ca. 2 Monate vor uns geimpft, und man sieht dort, dass ältere Menschen, die einen Impfschutz hatten, jetzt auch schwer erkranken. Und um das zu verhindern, haben die Israelis diese dritte Impfung eingeführt. Offensichtlich kommt es bei älteren Menschen relativ rasch zu einem Absinken der Antikörper, und dadurch können sie sich jetzt nach 9 Monaten nach der ersten Impfung noch einmal anstecken. Und das sollten wir verhindern. Und deshalb finde ich es gut, dass man diese dritte Impfung vorbereitet. Und man wird sie vermutlich verabreichen in der Reihenfolge, wie die Menschen geimpft wurden. Also einige wenige schon im Dezember und dann Anfang des Jahres. Aber ist es auch jetzt schon möglich, eine Drittimpfung zu bekommen, in Ausnahmefällen, wo man weiß, die Immunantwort war gering oder man ist in einer besonderen Risikogruppe? Ja. Man sollte das mit seinem behandelnden Arzt, idealerweise mit dem Hausarzt, besprechen. Es gibt natürlich Einzelfälle, zum Beispiel Menschen nach Organtransplantation nehmen Medikamente, die ihr Immunsystem unterdrücken, damit sie das Organ nicht abstoßen. Und da hat man gesehen, dass die Impfungen teilweise gar keine Wirkung hatten und erst nach der dritten Impfung sich Antikörper gebildet haben. Aber das sind Einzelpatienten, die das mit ihrem Arzt besprechen sollen. Und dann wird man im Einzelfall entscheiden, was das Beste ist für den Patienten. Immer wieder in Diskussion auch die sogenannten Antikörpertests. Hört man, dass das jetzt viele Personen vermehrt machen, eben auch wegen dieser Delta-Variante. Wie sinnvoll sehen Sie diese Antikörpertests? Für wen ist das zu empfehlen? Und vor allem, ab welchem Wert hat man dann einen guten Schutz, dass man sagen kann, man kommt jetzt gut durch die nächsten Delta-Monate? Ich glaube auch, diese Antikörpertests, ob man sie macht oder nicht, sollte man mit dem Hausarzt besprechen. Erstens kann man nicht bei der Gesamtbevölkerung solche Antikörper testen, weil es auch sehr aufwendig ist. Man braucht eine intravenöse Blutabnahme. Zweitens glaube ich nicht, dass es was bringt, außer eben bei Immunsupprimierten oder bei Patienten mit chronischen Krankheiten, mit Krebserkrankungen. Da wird der Arzt sich dazu entscheiden, im Individualfall so eine Blutabnahme und eine Testung durchzuführen. Zweitens bestimmt man zwar Antikörper, aber nicht alle Antikörper. Es gibt auch zelluläre Antikörper, die mit dem Test nicht nachgewiesen werden können. Einfacher ist es, wenn man sagt, ich impfe ein drittes Mal, und da fange ich mit den betagten Menschen an
und habe eine Frist von 9 Monaten nach der Impfung, wo ich das dritte Mal impfe, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass das Gros der Bevölkerung ausreichend Antikörper hat. Der dringliche Appell von Ihnen, sich impfen zu lassen, das haben wir bereits in den letzten 15 Minuten ausführlich diskutiert. Jetzt gehen wir noch auf den Reisesommer und auf die Entwicklungen im Herbst ein. Wir haben Mitte August, einige Wochen Sommerferien liegen noch vor uns hier bei uns in Österreich. Einige Menschen haben noch einen Sommerurlaub geplant. Die Zahlen steigen europaweit, es war zu befürchten, es war zu erwarten. Wie sehen Sie die weitere Reisetätigkeit, den weiteren Sommer? Sollte man es doch eher weiter in Österreich Urlaub bevorzugen oder kann man, wenn man geimpft ist, doch getrost ins Ausland reisen in den nächsten Wochen? Sollte vorsichtig sein. Eine Impfung ist natürlich ganz wesentlich und ein wichtiger Schutz, wenn man ins Ausland fährt. Und bei der Rückkehr sind PCR-Tests aus solchen Ländern vorgesehen, wo sehr viele Infektionen sind. Und das macht auch Sinn, weil man dann das Umfeld schützen kann. Apropos Tests, Sie haben ja das Aus für Gratistests gefordert. Aber jetzt hört man immer wieder, dass auch Geimpfte sich infizieren können mit Covid-19. Bleibt es bei der Forderung, dass die Gratistests kostenpflichtig werden sollen? Ich habe das eingeschränkt auf die Menschen, die eine Impfung verweigern, obwohl man ihnen eine Gratisimpfung angeboten hat. Das gilt natürlich nicht für Menschen, die man nicht impfen kann, aus medizinischen Gründen, oder für Patienten mit Symptomen, wo man einen Test macht, um festzustellen, ob jemand sich angesteckt hat oder nicht. Aber ja, ich denke, das würde Sinn machen. In Deutschland und in der Schweiz wird das ja auch umgesetzt, dass all diejenigen, die eine Impfung, eine Gratisimpfung verweigern, dann für die Tests zahlen müssen oder halt nicht ins Restaurant, nicht ins Theater und nicht ins Kino gehen können.